Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rabe und heute richte ich mich mal besonders an diejenigen unter euch, die gerade neu dabei sind. Also die vielleicht erst seit einem halben Jahr mit dem Optionshandel angefangen haben oder noch kürzer. Und heute will ich euch nicht oberlehrerhaft, aber so ein bisschen freundschaftlich, kollegial einen Tipp geben. Und zwar: übertreibt es nicht. Und wie ich das meine, das besprechen wir jetzt hier im Video. Also, es ist ja so, durch auch unsere Ausbildung, durch unser Webinar Optionshandel für kleine Konten, durch unsere Coachings, durch unseren Börsendienst, so, jetzt habe ich alle Werbedinger untergebracht, ist es natürlich so, dass ja doch immer mehr Menschen zum Optionshandel kommen. Das ist nicht alleine mein Verdienst, es gibt ja auch viele Kollegen, die auch Optionshandel anbieten, also die auch Kurse anbieten und die verschiedene Dinge machen. Und das ist auch eine ganz großartige Sache. Je mehr wir werden, umso besser. Und ich merke natürlich aber auch einfach zum Beispiel in unserer Facebook-Gruppe die Optionshändler. Ich merke es an unseren E-Mails. Ich merke es auf Facebook zum Beispiel, dass natürlich immer mehr neue auch dabei kommen und die natürlich auch begeistert sind, weil sie endlich mal was gefunden haben, was funktioniert. Also viele Leute, die jahrelang irgendwie CFDs gehandelt haben, die Daytrading gemacht haben und plötzlich haben die etwas, mit dem sie Geld verdienen. Und das ist ja auch das, was ich sage, wir traden nicht für den Jackpot, sondern für das regelmäßige Einkommen. Das heißt, Geld verdienen, egal wie der Markt läuft, in jeder Phase kann man Geld verdienen und es geht nicht darum, ein Konto in einem Jahr zu verdoppeln, zu verzehnfachen. Nein, es geht darum, permanent immer wieder Gewinne zu erwirtschaften und je besser man wird, umso lukrativer wird das dann im Laufe der Jahre. Es ist mir allerdings in den letzten Wochen so ein bisschen was aufgefallen und zwar, ich habe einen Post jetzt gelesen hier auf Facebook und ich habe mich sehr gefreut über diesen Post. Er hat mich aber auch gleich so ein bisschen motiviert, dieses Video zu machen. Und zwar hat ein Teilnehmer geschrieben, dass er eben jetzt angefangen hat, hat sich auch bei mir bedankt und ich gebe den Dank, nehme den sehr, sehr gerne an, hat mich sehr gefreut. Und er hat aber eben geschrieben, dass er, glaube ich, 18 Trades gemacht hat im ersten Monat. So. Jetzt wollen wir ja nicht drüber reden, ob 18 Trades gut oder viel sind. Ich habe auch viele, viele andere Mails bekommen und viele andere Facebook-Beiträge gelesen. Und da stand halt immer, tun viele jetzt ihre Trades zu auflisten. Ne? So, und sagen natürlich auch, hey, es funktioniert, das ist super, das ist klasse. Und jetzt möchte ich, weil das ist meine Aufgabe als Coach, jetzt möchte ich euch ein bisschen von der Insel der Glückseligkeit wieder runterholen. Ne? Ich will euch wieder etwas in die Realität zurückbringen. Wir haben letztes Jahr mit unserem Konto, ich habe das hier auch alles schon veröffentlicht, für kleine Konten, ich glaube 25% Gewinn gemacht. Ne? Roundabout 25%. So, das ist ein super Ergebnis, das ist toll, freue ich mich darüber. Und jetzt muss man aber ja ganz ehrlich dazu sagen, die Umstände waren auch sehr, sehr gut. Wir hatten nämlich auf der einen Seite keine Volatilität, das heißt zwar niedrige Prämien, aber wir hatten auch keine Rücksätze an den Märkten. Das heißt, du konntest auch alles durchbringen. Wir mussten kaum adjustieren und das, was zu adjustieren war, konnte man immer locker, völlig entspannt adjustieren, weil man ja wusste, okay, der Bullenmarkt ist intakt, es gibt keine Rücksetzer. Man hat das einfach am Markt sehr, sehr schön sehen können. Und jetzt sehe ich aber bei vielen, dass sich so ein bisschen Euphorie einstellt. Ne? Dass man sagt, hey, super, und jetzt habe ich hier 2% gemacht, 4%, 5% und dass viele das jetzt sofort schreiben. Und da möchte ich euch ein ganz klein wenig davor warnen, dass ihr jetzt nicht zu sehr in Euphorie verfallt und eben auch macht etwas langsamer, ne? Fahrt etwas runter. Und zwar, es ist natürlich so, wir werden auch mal wieder andere Marktphasen haben. Okay? Wir werden auch mal andere Marktphasen haben, wo es nicht so einfach sein wird, Geld zu verdienen. Es heißt nicht, dass wir da kein Geld verdienen, aber es wird ein bisschen anspruchsvoller werden. Ich hoffe, dass es so wird, weil in dieser Zeit kann man am besten lernen. Ich stelle jetzt bloß Folgendes fest, dass viele zum Beispiel gesagt haben im letzten Jahr, sie sind durch uns auf das Thema gekommen, haben angefangen, haben unser Webinar gemacht und haben gesagt, na, wer weiß, ob das so stimmt, was der Jens da erzählt, ich fange mal mit dem kleinen Konto an. Und dann haben sie vielmehr aus dem 5.000er Konto genommen oder ein 10.000er Konto, haben das gehandelt und
haben dann eben entsprechend Geld verdient. Und jetzt, nachdem sie 3, 4, 5 Monate Geld verdient haben, haben sie gesagt, Mensch, das funktioniert ja wirklich, der erzählt uns da keinen Scheiß. Und jetzt fahren sie ihre Konten hoch. Ne? Jetzt fahren sie ihre Konten hoch und sagen, na, ich habe ja nicht nur 10, ich habe ja auch 50 oder 100. Und jetzt fahren sie ihre Konten hoch und gehen mit mehr Geld in den Markt. So, jetzt ist es grundsätzlich kein Problem, 50.000 Euro zu handeln oder 100.000. Wir hier handeln mehrere Konten, wo Millionenbeträge drauf sind. Völlig problemlos umsetzbar. Muss man aber Details beachten, ne, und geht vielleicht mehr in Futures als in Aktienmärkte. Aber das, letztendlich ist das alles kein Problem. Das Problem ist aber unser Kopf. Und zwar habe ich schon ganz, ganz häufig erlebt, dass viele Einsteiger, Einsteiger meine ich jetzt, die in den Optionshandel eingestiegen sind, dass die Probleme bekommen haben, wenn die absoluten Zahlen zu groß geworden sind. Das heißt also, wenn du jetzt, nehmen wir mal an, du hast jetzt ein 10.000er Konto, okay? Und jetzt machst du einen Trade und verlierst mit dem 400 Euro. Ne? 4%, weil du halt wirklich mal einen ganz schlechten Trade hast, eine Aktie wie jetzt Win oder so, Gap dir nach unten weg oder irgendwas und jetzt verlierst du 400 Euro. Okay, dann ist das prozentual 4% ärgerlich, aber kein Ding, das setzt du trotzdem alles wieder um und du kommst wieder raus. Warum? Weil die 400 Euro dich nicht mental so sehr belasten. Der gleiche Trade mit der 10-fachen Positionsgröße auf dem 100.000er Konto bringt erstmal dasselbe Ergebnis, nämlich 4% Minus. Aber, und jetzt kommt das Aber, jetzt kommen hier 4.000 Euro ins Spiel und 4.000 Euro sind für viele schon eine Summe, wo sie sagen, wow, ich habe jetzt 4.000 Euro in einem Trade versenkt, um Gottes Willen. Ne? Und dann fangen sie an, anders zu agieren als mit diesem 10.000er Konto. Und deswegen ist meine Bitte an euch, dass wenn ihr bislang nur positive Erfahrungen hattet, dass ihr wirklich wartet, bis ihr euer Risiko hochnehmt, also euer absolutes Risiko, indem ihr eure Konten hochnehmt oder eure Positionsgrößen erhöht, dass ihr einfach mal wartet, bis die schlechten Zeiten kommen. Also bis ihr mal nicht einen Minus-Trade im Monat habt, sondern wo ihr mal 10 habt, wo ihr mal wirklich 3, 4 Monate lang im Minus seid. Ne? Weil glaubt mir, das lässt sich mit einem 10.000er Konto mental für die meisten viel besser durchstehen als mit einem 100.000er oder mit einem Millionenkonto. Obwohl es absolut betrachtet das Gleiche ist. Ne? Aber ihr wisst ja, Börsenerfolg hat nicht so viel mit Kontogröße zu tun, sondern mit dem hier oben, also mit unserem Kopf. Und deswegen, ihr müsst das erstmal erlebt haben, ihr müsst aus so einer Situation rauskommen. Und die meisten machen den Fehler, dass sie mit zu großem Geld in solche Situationen reinrennen. Und das ist natürlich nicht gut. Ne? Deswegen müsst ihr da versuchen, mit weniger Geld reinzugehen. Und ich muss immer wieder mich erinnern an diese Beispiele. Es gab vor Jahren schon mal, das ging bis ins Jahr 2007, 2008, gab es in den USA, gab es immer so Managed Accounts. Die haben nur Puts auf den S&P verkauft. So, überhaupt kein Ding, ne? Kann man ja machen, ist eine gute Strategie. Und wir wissen auch, dass das langfristig gut funktioniert. So, und jetzt ist Folgendes passiert. Die haben irgendwann 2003 angefangen oder 2004, haben Puts auf die S&Ps verkauft und das Ding lief. Ne? So, und dann haben die Leute gesagt, ah, mal gucken, neue Strategie. Und jetzt haben sie Geld reingegeben. Und dann lief das ja weiter. Und dann haben sie noch mehr Geld reingegeben. Und dann haben die Millionen und Abermillionen eingesammelt und sind auch immer aggressiver in ihrem Handeln geworden. Und dann kam natürlich das, was kommen musste, 2007, 2008. Der Markt ging runter und diese Managed Accounts haben dann 50-60% verloren. Lag auch daran, weil die immer die gleiche Strategie gefahren haben, weil die nicht aufs Marktumfeld geachtet haben. Aber die Leute haben natürlich dann hinterher gesagt, hey, das ist ja alles Betrug, das ist ja alles Beschiss, weil sie aber eben mit dem falschen Risiko in den Markt gegangen sind. Das heißt, wenn was 4, 5 Jahre lang immer nur in eine Richtung geht, dann wird es auch mal etwas heftiger wieder in die andere Richtung gehen. Und da musst du einfach darauf vorbereitet sein. Und deswegen meine Bitte an euch, wenn ihr neu seid, ne, fahrt ein bisschen runter, genießt euren Erfolg, den ihr habt, aber übertreibt es eben nicht weiter. Okay? In dem Sinne, wir sehen uns wieder nächste Woche. Bis dahin, schönes Wochenende. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye-bye.